Hey ho, willkommen zurück hier in Rising World. Wie man sieht, befinde ich mich aktuell in der Mine. Eigentlich wollte ich nicht mal aufnehmen, die Steine farme, allerdings brauche ich hier noch welche. Das Ding ist halt, ich war echt dabei und dann bin ich einmal zwischendurch gestorben. Bisschen weitergemacht, habe ich keinen Bock mehr. Naja, wir brauchen Steine für die Burg. Für die Burg weiter zu bauen. Und eigentlich müsste ich jetzt noch mal ein paar Holzbalken holen, um das Ding hier auszubauen. Und nein, ich habe immer noch nicht überlegt, nach welchem Schema ich die Bilder aufhänge. Da hatte ich noch keinen Kopf für. Wofür ich allerdings Kopf hatte, naja, war natürlich... Was wollte ich denn? Ja, genau, für alle andere Aufnahmen. Gothic 2. Oder Pokémon Blattgrün. Naja. Und irgendwo hier unter uns sind Dungeons. Das konnte ich mal so ausnahmsweise mal im Flugmodus so erkennen. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich quasi dahin komme. Wie ich graben muss, vor allen Dingen. Die sind tief unter der Erde versteckt. Wollte ich nur mal so zwischendurch mal erwähnen. Komisch, das halt da halt es nicht mehr so. Dabei müsste es gerade hier auch noch heilen. Ja, hier tut's. Da macht's tut. Haha. Übrigens komme ich ganz gut, also doch recht gut bei den Synchronaufnahmen voran. Ja, wobei, hängt aktuell zwar hier und da, aber ich habe bisher schon, naja, 3 Personen vertont insgesamt. Jetzt habe ich aktuell einen, ja, größeren doch noch vor mir. Also etwas größere Rolle habe ich jetzt doch noch bekommen. Mal schauen, wie ich mich damit anstelle. Ich hoffe, das passt denen so, weil mit denen spreche ich so eine ruhige Stimme, ungefähr wie Koranga ein. Ich hoffe, das behalte ich so bei ihm bei.
Ich denke, das passt zu einem Feuermagier. Mitunter. Die sind ja auch manchmal so ruhig, gelassen und, ne? Oh, mein Inventar ist voll. Auf die eine Kohle ist jetzt mal, ne, geschissen. Ich komme auch gut fürs nächste Album von Noctura Northblade voran, tatsächlich. Ich habe 11 Texte zusammen bisher. 12 will ich ja mindestens machen. Und 5 Lieder sind quasi aufgenommen. Jetzt muss ich aber endgültig raus. So, hopp. Yeah. I'm a free climber. Entschuldigung. Ist ein Durcheinander, das will ich eigentlich mal umbauen hier. Da überlege ich mir, ob ich da nicht auch noch eine Leiter mache. Weiß ich nicht, das ist mir gerade überhaupt nicht, ey, diese. Läuft einfach mal Sven herum hier. Erstmal einen Schluck trinken. Gluck, gluck, gluck. So, komm. Ich sammle noch ein paar, weil ich werde jede Menge brauchen. Ich bräuchte eigentlich jemand hier, der mir zwischendurch mal hier aushilft mit Steine farmen. Der mir einfach hier, wie er lustig ist, gräbt. Hauptsache, er zerstört mir nichts von der oberen Landschaft. Ein Text will ich jetzt noch dazu sagen, ist so untypisch für, so, für Noctura Northblade, das könnte eigentlich schon zu Eisklinggewitter passen. Weil, ich zitiere, zu gern würde ich verzichten, ihre Präsenz zu ertragen. Warte. Wo war ich jetzt? Zu gerne würde ich verzichten, ihre Präsenz zu ertragen. Möge Innos Zorn mich richten, sollte ich ihn erschlagen. Das klingt eigentlich schon, ne? Ich meine, das ist eigentlich schon ein gewaltsamer Text, mehr oder weniger. Aber ich muss mir auch ein bisschen.
Weiß ich nicht. Ich habe mich auch so ein bisschen an, wie heißt der, Eichendorf so ein bisschen orientiert. Zorn und die Vertonung von Karl Stülpner. Das war so in der Neofolk-Sampler irgendwie dabei. Die ganzen Eichendorf-Gedichte. Ja, korrigiert mich, wenn ich den Verfasser falsch ausgesprochen habe oder so. Falls ich den falschen Namen erwähne. Aber das war quasi so ein bisschen die Grundidee irgendwie. Das heißt, ich will jetzt nicht unbedingt die Melodie von Karl Stülpner nehmen und dann meinen Text von Überdruss darunter legen. Nee, dann mach ich schon eine leichte Veränderung rein. Es reicht schon, dass ich quasi einen Cover mehr oder weniger von Emerson, Lake und Palmers Lucky Man machen will. Nur mit dem eigenen Text Teufelskerl. Und basiert natürlich auf den namenlosen Helden in Gothic. Ich habe einfach zu viel, Mann, du Teufelskerl, von diesem einen, von der einen königlichen Garde in Gothic 3 da zu sehr reingezogen, weiß ich nicht. Oh, Teufelskerl, ey. Verdammt nochmal. Und da kam mir irgendwie diese Idee. Wenn er noch von ihm erzählen könnte. Beziehungsweise möge, ne? Würde der Held wirklich den Weg Innos wählen? So wie Jorgensen das quasi getan hat. Da war nämlich die Grundidee dafür, das Lied zu machen. Aber wenn ich das jetzt so machen würde, dann würde bestimmt diese königliche Garde, der den Helden Teufelskerl dauernd nennt, der würde es singen. 100 pro. Oh man, Gothic 3 braucht sowieso mal das Spiel braucht eher ein Remake. Der hätte es eher verdient. Im Gegensatz zu Gothic 1. Bei Gothic 1 bin ich wie Andreas. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Entschuldigung. Aber, ne? Allerdings freut es mich doch zu hören, dass Bodo Henkel sich auch der Sache annimmt und Xardas dann auch nochmal vertont. Beziehungsweise auch die ganzen anderen Charaktere, die er sonst eingesprochen hat, wie Saturas und so weiter. Chord. Es klingt zwar vielleicht anders, aber, ne? Damit muss man halt auch rechnen, ne? Nach 20 Jahren. Nach über 20 Jahren jetzt. Krass, wie die Zeit vergeht, ne? 20 Jahre und viele spielen immer noch Gothic. Oder entdecken Gothic. Jetzt auch neuerdings auch. Und wenn es denen gefällt, dann ist es umso besser. Oh Mann, eigentlich müsste ich das in einem Gothic-Teil mal erwähnen, ne? In meinem Gothic 2 Let's Play gerade. Habe ich total vergessen. Hol ich nach. Wenn es nicht schon passiert ist. Ich nehme ja so viel im Voraus auf momentan auch. Und das, obwohl ich noch für die anderen hier, für Black Pirate hier die ganzen Dialoge einsprechen muss. Und obwohl ich noch Musik machen will, zum Beispiel auch noch. Ne? Und obwohl ich auch noch arbeiten gehe.
und so viel bei meiner Frau bin. Und nicht bei mir daheim am heimischen Rechner. Und andere Pflichten. Für irgendwas habe ich doch immer noch Zeit. Tja. Und wenn ihr die Folge jetzt seht, habe ich dann in zwei Stunden, weniger als zwei Stunden, eine Zocker-Session mit den Drachen mal wieder. Wo wir Atlas zusammenspielen. Da sind wir mal wieder auf großer Reise, ihr Süßwassermatrosen. Komm schon. Hallo? Mäh. Wir kriegen das schon noch auf eine Ebene. Ja, wir haben da, meine Frau und ich, haben hier uns von Jorgen so ein Interview, beziehungsweise mit Kurga, RPG Kurga, das Interview mit Bodo Henkel angehört. Selbst sie, die kein Gothic spielt, oder beziehungsweise irgendwas zu sagt bei ihr, selbst die hatte Spaß dran zuzuhören. Das habe ich gefeiert. Das wiederum habe ich dann gefeiert. Wenn sie das auch cool findet. Boah, am besten sollte jetzt noch ein Interview mit Hans-Jörg Karrenbrück kommen. Das wäre es, ey. Naja, wie man sicherlich raushört, ne? Wenn ich hier so den Feuermagier hier vertone. Ich merke schon, damit will ich so ein bisschen. Ja, was heißt imitieren, aber. Ich möchte halt schon zeigen, dass ich eine vielseitige Stimme habe mitunter. Das habe ich ja auch mitunter bewiesen, schon bei den Hörproben. Bei Black Parrot. Deswegen. Kriege ich wahrscheinlich auch noch viele weitere Sprecherrollen. Mit Sicherheit. Ich bin gespannt. Ich meine, ich bin einerseits auch froh, dass ich das endlich mal machen kann, dass ich mir so ein bisschen Wunsch erfülle irgendwo. Auch so ein bisschen selbstverwirklichen. Andererseits bin ich auch wieder froh, wenn ich das dann rum habe mitunter. Und ein bisschen weniger auf meiner Agenda habe. Und mich würde es auch freuen, wenn ich dann Let's Plays von meiner Agenda auch abhaken könnte. Entschuldigung, wenn ich das jetzt nochmal so anspreche. Aber, ne? Ich will halt wieder einfach nur Musik machen und zocken einfach mal nebenher so. Einfach mal wieder so zocken können.